Sag mal, sammelt ihr auch Briefmarken? Das kann ja eine richtige Leidenschaft werden. Ist ja auch sehr hübsch und lehrreich. Bloß darf es nicht zu weit gehen, so dass man nichts anderes mehr denkt oder dass man, nun sagen wir freundlicherweise, mogelt. Keine Sorge, nicht der Pumuckl oder der Meister Eder sind von dieser Leidenschaft befallen, wohl aber der Fritz, der im Vorderhaus zu Meister Eders Werkstatt wohnt. Der Fritz ist ein netter Bub und der Meister Eder kann ihn gut leiden, aber in Sachen Briefmarken hat er ihm eine kleine Lehre erteilen müssen. Natürlich mit Hilfe vom Pumuckl. Also, eines Tages ist der Fritz zum Meister Eder in die Werkstatt gekommen. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich auch, Fritzl. Na, was gibt's? Herr Eder, ich sammle Briefmarken und da wollte ich bloß fragen. Und weil doch fast alle Leute als Kinder mal Briefmarken gesammelt haben, ob sie nicht auch welche haben? Ja, freilich, Fritzl. Als Pup habe ich auch Briefmarken gesammelt. Ja? Ja, aber wo die sind, mein... Vielleicht im Speicher oder im Keller. Im Speicher, glaube ich, sind's, ja. Mir ist so, als ob da in einer Schachtel ein Album wäre und in einer Blechschachtel, da müssten die Doppelten drin sein. Da sind gewiss viele drin, die ich noch nicht hab, gerade aus den früheren Zeiten. Ich muss sowieso einmal auf den Speicher nach, dann denke ich schon an die Briefmarken. Könnten Sie nicht bald auf den Speicher gehen? Ja, nicht gerade auf der Stelle. Aber nach Feierabend gehen auf. Ui, prima. Herr Eder, darf ich dann morgen wiederkommen? Ja, komm morgen wieder. Mei, da freue ich mich aber. Ja, aber ob ich dir die alle schenke, das weiß ich noch nicht. Da sind noch Briefmarken von meinem Großvater dabei. Aber wir könnten ja tauschen. Sie haben sicher von den neueren Marken nichts und ich habe nicht viel von den alten. Ich bringe einen Katalog mit und dann tauschen wir. Ja, das sehen wir dann schon, wie wir das machen, Fritzl. So genau wollen wir es nicht nehmen. Also, ich komme morgen. Ja, gut, kommst morgen. Wiedersehen, Herr Eder, und Dankeschön. Ja, bitteschön. Auf Wiedersehen, Fritzl. Schade. Sehr schade. Was ist schade? Oh, ich habe darauf gewartet, dass der Fritz einen Luftsprung macht. Hat er dann doch nicht getan. Aber Briefmarken müssen was Schönes sein. Ich will auch Briefmarken haben. Hey, Pumuckl, was tat's denn damit? Weiß ich nicht. Sammeln. Oh, und vor Freude stammeln. Das reimt sich wieder. Sammeln und stammeln. Tauschen und mich dran berauschen. Ja, weißt du denn als Kobold überhaupt, was ein Briefmarken ist? Nein, als Kobold weiß ich nicht, aber als Zuschauer beim Meister Eder, da weiß ich's. Das sind doch diese ganz kleinen Bildchen, wo du immer mit der Zunge dran schleckst. Ja, also immer, gell? Ja, immer. Ja. Weil ich mich nämlich schon mal darüber gewundert habe. Und dann habe ich auch mal heimlich dran geschleckt. So. Schmecken nicht sehr gut. Ja, sind ja nicht dazu da, gell? Sind die dazu da, dass sich der den Brief bekommt, auch so freut wie der Fritzl? Abo. Die Briefmarken packt man auf den Brief, damit die Post den Brief auch wirklich befördert. Aha. Wenn man keine Briefmarken drauf tut, dann muss man Straf zahlen. Ich verstehe. Und damit man nie eine Strafe zahlen muss, tut man ein ganzes Album voll Briefmarken in den Speicher. Nein. In den Speicher, vorsichtshalber die, sozusagen. Die im Speicher hab, sind schon alt und gelten schon lang nicht mehr. Die sind bloß schön zum Anschauen. Komm, wir gehen in den Speicher. Komm, gleich. Nein, nicht gleich. Aber wenn ich das da zusammengeklemmt hab, dann schauen wir mal schnell auf. Ja, dann bitte leim das aber ganz schnell zusammen, ja? Und ich denke inzwischen darüber nach, was sich auf Briefmarken alles reimt. Ja, Briefmarken kann man nicht harken, nicht farken. Marken, das ist ein schlechtes Reimewort. Eben. Ich muss das anderes reimen. So umgekehrt. Die Marken des Briefes sind nie etwas Schiefes. Sie haben vier Ecken, die nicht gut schmecken. Und vorn drauf ein Bild, das jedem gefällt. Das ist sehr gut. Ja, schon. Sehr gut. Aber was heißt gefällt? Gefällt? Ja. Ich kann doch nicht sagen, und vorn drauf ein Bild, das jedem gefällt. Das ist nein. Auch, also, weißt du, bei Briefmarken ist das nämlich anders. Also, die Briefmarken gefillen, ja, weil es so viele davon gibt, gell? Also, ich weiß nicht, ob ich über so etwas Dummes lachen kann. Der Meister Eder und sein Pumuckl sind also in den Speicher gegangen und haben dort auch ein altes, säuberlich verpacktes Briefmarkenalbum gefunden und eine Schachtel mit den doppelten und dreifachen Marken dazu. Der Schreinermeister hat das ganze Paket herunter in die Wohnung getragen
Und dann haben die beiden die Schätze bewundert. Das war gar nicht schlecht, die Sammlung, die ich da benannt hab. Direkt schade, dass ich mich da nie drum kümmert hab. Ui, ui, weißt du, aber da wollen wir uns jetzt drum kümmern, nicht? So viele Bilder auf einem Haufen habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und sie haben gerade die richtige Größe für einen Kobolden. Wir kleben davon jetzt ein paar über mein Bett. Ui, ui, das ist gut drum gekümmert, findest du nicht? Ja, also meinetwegen kannst du schon ein paar Doppelte haben, wenn's dich freut. Aber darfst keine aus dem Album nehmen, sondern bloß aus der Schachtel. Ja, ja, sind ja auch genug drin in der Schachtel. Guck mal, die halt, vielleicht. Halt, Briefmarken muss man vorsichtig nehmen. Da darf kein Eckerl, nix verbogen werden. Aha. Sonst sind's wertlos. Mhm. Ein richtiger Briefmarkensammler nimmt's überhaupt nur mit der Pinzette. Schau her, so. Siehst du das? Ganz vorsichtig. Und schneller geht's auch. Pass mal auf. Humuckl, ja, bist du verrückt? Der bläst einfach da nicht, dass alle Marken umeinander fliegen. Ja, ja. Schau den Saustall an, den du jetzt gemacht hast. Ich habe keinen Saustall gemacht. Ich habe bloß die Marken zum Fliegen gebracht. Ja, eben. Was sich auch noch reimt, sind sehr schön geflogen. Weißt du, sie sind geflogen wie Schnee so schön. Fliegende Marken sind eine echte Koboldsfreude. Hörst nicht gleich auf zum Kuckuck. Dazu sind sie nicht da. Schade, sie sind bloß Herumliegemarken und keine Herumfliegemarken. Das ist sehr schade. Am nächsten Tag, als der Meister Eder Mittagspause gemacht hat, ist prompt der Fürz gekommen, mit dem Album und einem Katalog unterm Arm. Und seine Backen waren rot vor Eifer, als er Meister Eders Album anguckte. Der Pumuckl ist natürlich unsichtbar dabei gesessen. Mei, von den alten Bayern haben sie viel. Da, der grüne Zehner mit dem Prinzregent. Der geht mir ab. Ja, da musst du bei den Doppelten schauen. Wenn er da drin ist, kannst du ihn haben. Nein, bei den Doppelten ist er nicht. Ja, dann darfst du die ganze Blechschachtel mit den Doppelten mitnehmen. Wirklich? Mhm. Toll. Herr Eder, bei den grünen Zehner in Ihrem Album müssen Sie schauen, ob die Linie oben unterbrochen ist oder nicht. Mhm. Wenn es nicht unterbrochen ist, dann ist die Briefmarke über 50 Mark wert. Ui, ja, was du alles weißt. Schade, ich habe meine Lupe vergessen. Haben Sie eine? Nein, leider nicht. Sammeln Sie nicht mehr weiter? Na, dazu habe ich keine Zeit. Tragen Sie das Album nachher einfach wieder auf den Speichern auf? Tja, wahrscheinlich. Mei, das brächte ich nicht fertig. Sie haben in Ihrem Album den kompletten Freistaat und einen kompletten Volksstaat. Toll, einfach toll. In der Blechschachtel bei den Doppelten sind aber auch einige davon drin. Schau noch, ich komme gleich wieder. Ich muss mir meine andere Brille holen. Wenn der Herr Eder das Album doch bloß wieder auf den Speicher kriegt, dann merkt er doch nie, ob er den grünen Zehner noch drin hat oder nicht. Ob ich den nicht einfach raustue und einfach unter die Doppelten in die Blechschachtel? Mensch, das mache ich. Ist ja schade für den Zehner. Auf dem Speicher, da verkommt er doch nur. Ist schon geschehen. Hab den Zehner schon genommen. Na, Fritz, hast Freistaatmarken in der Blechschachtel gefunden? Na sowas? Wie ist jetzt die Schachtel von alleine runtergefallen? Ja, da heb ich's wieder auf. Lass uns nur, Herr Eder. Ich heb die Marken schon auf. Herr Eder, jetzt ist das Album auch noch vom Tisch gerutscht. Ja, hört jetzt das nicht auf. Ich heb schon auf, Herr Eder. Herr Eder, die Doppelten fliegen weg. Ja, wo kommt denn der Wind so plötzlich her? Ja, der wird vom Fenster reinkommen sein. Ist ein bisschen zugig bei mir. Weißt du was, Fritzl? Jetzt glaubst schnell alles wieder zusammen. Und dann gehst mit der Schachtel heim und dann kannst dich ungestört mit den Briefmarken amüsieren. Ja, Herr Eder. Jetzt klapp die Marken schön zusammen und dann gehst heim. Das war natürlich der Pumuckl, der die Schachtel und das Album hinuntergeworfen hat und dann auch noch in die Briefmarken hineingepustet hat. Und zwar tat er das nicht aus Bosheit, sondern aus Zorn, weil der Fritz einfach aus dem Album die grüne Marke mit dem Prinzregenten stibitzt hat. Pinzette. Briefmarken stehlen ist schon schlimm, aber ohne Pinzette stehlen ist noch viel schlimmer, nicht wahr? Ja, was? Ja, wer? Der Fritz. Oh, am liebsten hätte ich noch die Vase umgeworfen, aber da wäre ja bloß das Album nass geworden und nicht der Fritz. Lausbube! Klaubube! Pumuckl, sowas sagt man nicht. Ich könnte ja... Ruhe jetzt! Ich will... Lass mir mal schauen. Tatsächlich...
Der grüne Zehner ist weg. Bitte, bitte, sag ich ja. Ja, da hast du recht, Pumuckl. So was tut man nicht. Nein. Das geht gegen das Vertrauen. Oh, das geht noch gegen viel, viel mehr. Das geht einfach nicht. Lieber kleben wir sie alle über mein Bett, als dass der böse, böse, böse Fritz... Ja, dieser, na, jetzt beruhig dich, es ist schon mal passiert. Ja. Das nächste Mal darf er auch nicht hinausgehen. Da muss ja so ein Bub in Versuchung kommen. Dann muss ich ja wohl auch einmal in Versuchung kommen. Und in was für eine Versuchung? Ich werde rübersausen zu ihm. Und ich werde... Na. Also ich werde die Marke wieder zurückholen. Jawohl, jawohl, jawohl. Und einen Wirbelwind werde ich machen. Jawohl, herum. Na, also... Fliegemarken werde ich machen. Na, warte mal. Pumuckl! Pumuckl! Jetzt ist er weg. Naja, eigentlich hat er ja recht, wenn er es zurückholt, die Marken. Ein bisschen ein Denkzettel wird dem Fritz gar nicht schaden. Da der Fritz parterre wohnt und das Fenster gerade offen war, ist der Pumuckl auch tatsächlich mit einem Satz beim Fritz gewesen. Der Fritz war nicht allein. Sein Freund Hubert war da und hat schon ungeduldig auf die Briefmarken gewartet, die der Fritz vom Meister Eder mitgebracht hatte. Auch der Hubert hatte seine doppelten Marken dabei. Schau, Hubert. Die habe ich alle geschenkt bekommen. Mensch, Fritz, eine Wucht. Und schau, was ich da noch hab. Einen grünen Zehner vom Prinzregenten. Der ist bei 50 Mark wert. Was? Der war auch unter die Doppelten? Nein, der war im Album. Aber weißt du, der Herr Eder trägt das Album doch bloß wieder auf den Speicher. Und da habe ich mir gedacht, bevor die Marken droben am Speicher vergangen, nehme ich's mit. Ja, und wenn's der Eder merkt? Ach geh, nie merkt er das. Na, hoffentlich. Mei, ist die prima. Die fehlt mir auch in meiner Sammlung. Deswegen hättest du jetzt nicht die ganze Schachtel runterwerfen brauchen, Hubert. Ich bin noch gar nicht hinkommen. Freilich, du hast dich rübergebeugt und dabei hast du es runtergestoßen. Geh, Fritz, ich weiß da, wo ich gestanden bin. Und rübergebeugt habe ich mich auch nicht. Aber reden wir nicht. Heben wir es lieber auf. Was bläst denn da die Marken runter? Spinnst du? Na, du spinnst. Ich habe überhaupt nicht blasen. Wo ist denn jetzt der grüne Zehner? Weiß ich nicht. Da auf dem Tisch habe ich ihn noch hergelegt. Werden heute der Wind zu die anderen da runterblasen haben? Der Wind. Du hast den Wind gemacht. Ich? Freilich du. Ich hab's doch gehört, wie du geblasen hast. Also weißt Fritz, jetzt wär's mir's blöd. Zuerst sagst du, ich hätte die Briefmarkenschachteln untergeschmissen, dann behauptest du, ich hätte deinen Zehner wegblasen. Was glaubst du denn eigentlich von mir? Dass du ein windiger Neidhammel bist. Auf den grünen Zehner hast du's abgesehen. Das nimmst du auf der Stelle zurück. Auf der Stelle, sag ich, sonst... Was sonst? Sonst hau deine runter, dass du 2x12 Leuten hörst. Pfarr, du! Du bist der Letzte, vor dem ich mich fürcht. Meinen grünen Zehner will ich haben. Auf der Stelle gibst du näher. Wenn ich da nicht hab. Freilich hast du ihn. Da? Such halt alles durch. Bitteschön. Leibesvisitation kannst von mir aus auch noch machen. Aber für mich spinnst du. Was tu ich? Als ob ich was stehlen tät. Wer da gestohlen hat, das bist wohl du. Und jetzt meinst, ich wär genauso schlecht. Du! Sag das noch einmal. Na, wart! Die Watschen Büßler. Und schon war die schönste Kallerei im Gange. Die grüne Marke aber war in Wirklichkeit zum Fenster hinausgehüpft. Ohne Pinzette, aber mit dem Pumuckl. Stolz zeigte der Kobold dem Meister Eder die zurückeroberte Marke. So, da wäre sie wieder, die grüne Briefmarke. Und kein bisschen was ist dran geknickt. Dafür knicken die Buben sich jetzt gegenseitig ein bisschen an. Ja, wieso denn das? Ja, weil also der Fritz glaubt, dass der Hubert ihm die Marke geklaut hat und ist wütend. Mhm. Und der Hubert ist wütend, weil der Fritz das glaubt. Das ist doch sehr komisch. Und geklatscht hat das. Also, Pumuckl, das finde ich nicht sehr komisch. Wieso? Eine Feindschaft ist die Marken auch nicht wert. Und übrigens... Vielleicht hätte ich es dem Fritz irgendwann einmal sowieso geschenkt. Dem aber, Fritz? Ja, aber dass er es rausgenommen hat, dafür müsste er schon einen Denkzettel kriegen. Ja, und zwar einen ganz, ganz großen. Außerdem darf er seinen Freund nicht verdächtigen. Ja, wenn du jetzt einfach rübergehst und mit ganz, ganz schrecklicher Stimme sagst, meine grüne Marke ist weg,
gib sie sofort her, oder ich hole 8 Zug 700 Schutzmänner und die sperren dich 35-8 Stunden in die Schublade. So könntest du es doch sagen. Ich bin nicht gern ein Kinderschreck. Dann gehe ich eben rüber und dann, ich kann ja vielleicht noch mal in die Briefmarken reinblasen und dann reiße ich ihm auch welche so aus dem Album raus. Pass auf, mir fällt was ganz anderes ein. Ja. Ich habe eine Idee. Ja, dann sag schnell deine Idee. Ja, du bist doch so gut im Briefmarken hineinblasen. Ja, da bin ich ungeheuer gut. Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Briefmarken-Hineinbläser als mich. Wenn schon überall der Wind so geht, dass die Marken durcheinander fliegen, dann können sie doch auch aus dem Fenster fliegen, oder nicht? Ja, soll ich welche durchs Fenster blasen? Nein, aber raustragen tust du ein paar Briefmarken. Ja. Und zwar legst du es in den Hof, sodass genauso gut aus meinem Fenster geflogen sein können, wie aus dem Fritz sein Fenster. Ah, ja, sozusagen in die Mitte vom Hof. Genau, in die Mitte. Ja. Da nimm irgendein paar Marken und die grüne Zehnermarken legst du wegen auf die Seite. Abseits, gell? Sagen wir, neben das Rohr von der Dachrinne. Wo? Auf der Dachrinne. Neben das Rohr. Ja, aber vorsichtig, gell? Ja. Und halt's ein bisschen fest, dass nicht vom echten Wind davonblasen wird. Ich komm dann klein raus. Ja, und dann? Ja, die siehst dann schon. Der Pumuckl hat voller Eifer die Briefmarken in den Hof gelegt und die grüne Marke etwas abseits. Der Meister Eder hat ihm vom Werkstattfenster aus zugeschaut und ist dann in den Hof hinausgegangen, wo die beiden Buben jetzt waren und immer noch stritten. Mit dir rede ich überhaupt nicht mehr, nur damit du es weißt. Ich mit dir auch nicht mehr, gell? Ja, was sehe ich denn da? Da liegen ja Briefmarken. Hallo, Fritz! Fritz! Haben Sie mich gerufen, Herr Eder? Ja, da liegen Marken im Hof. Hat's die bei dir zum Fenster rausblasen? Oder sind die von mir? Hab ich's nicht gesagt, dass die zum Fenster rausgeflogen sind? Ist alles in Ordnung, Pumuckl? Ja, der grüne Prinzregent und ich sitzen direkt neben dem Dachrinnenrohr und wir können alle beide nicht davonfliegen. Prima. Aber wenn ich das Stichwort Prinzregent sag, dann lasst ihn ein bisschen fliegen, damit die Buben ihn sehen. Ja, ich lass ihn fliegen, dass sich sogar ein Prinzregent wundert. Ja, aber übertreib's nicht, gell? Sie kommen schon. Wo sind die Marken, Herr Eder? Da, mitten im Hof. Feigrad. Es kann schon sein, dass die aus dem Fenster geflogen sind. Aus ihrer Schachtel. Wie ich die Doppelten im Huber zeigen wollte, ist plötzlicher Wind gegangen. Siehst, Fritz, wahrscheinlich ist dein Prinzregent auch rausgeflogen. Halt doch den Mund. Welcher Prinzregent denn? Ui, schau, da drüben fliegt der Briefmarken rum. Wie der Schmetterling. Das ist er ja. Ja, los, gib ihn her. Gib ihn her. Da hast du den Prinzregenten wieder. Jetzt nimmst du aber alles zurück, und zwar gleich. Zeig's mir her. Aha. Wisst ihr das sicher, dass die Marken bei euch rausgeflogen ist? Freilich. Wir haben doch gestritten, weil der Fritz gesagt hat, ich hätte es ihm geklaut. Fritz, hast du eigentlich nicht zu mir gesagt, dass du den grünen Prinzregenten gar nicht hast? Ja, da habe ich mich getäuscht. Ich habe doch einen gehabt. Und dies ist die? Ja, ich glaube schon. Aber wissen tust du das nicht ganz gewiss. Doch, das ist schon die meine. Dankeschön, Herr Eder, dass Sie uns gerufen haben. Komm, Hubert, gehen wir wieder zu mir. Du, bei mir hat auch der Wind zu blasen. Weißt du das noch? Kann die nicht aus meinem Fenster geflogen sein? Die ihre war doch festpappt. Ja, und wenn ihr eine zweite gehabt hätte, die nicht so festpappt war? Nein, sie haben bloß eine gehabt und die war ganz anders. Du, schau dir doch mal das Datum von dem Stempel an. Ganz deutlich kann man das lesen. 17.11. Das war der Geburtstag von meinem Vater. Da wird irgendein Geschenk kommen sein, wo die Marken draufpappt gewesen ist. Drum weiß ich sicher, dass dies meine Marken ist. Oder glaubst du, dass deine Marken auch zufällig das Geburtstagsdatum von meinem Vater drauf gehabt hat? Mei, ich weiß nicht. Was sagst du, Hubert? Ich glaub schon, dass die aus ihrem Fenster geflogen ist. Ja, tut mir leid, dass sie jetzt weiter streiten müsst. Wieso? Naja, ihr habt's doch gestritten wegen dem Prinzregenten. Der Streit wäre jetzt zu Ende gewesen, wenn das euer Prinzregent gewesen wäre. Aber so, wo das doch der meine ist, was macht's denn ihr jetzt? Na, wir streiten jetzt nimmer. Oh, das meinst du bloß, Hubert. Ich weiß, wer das ist. Plötzlich ist der Verdacht wieder da. Das darf unter Freund nicht sein.
Ihr sucht jetzt so lang im Hof euren Prinzregenten, bis ihr findet's. Da ruckt ihr mal die Aschentonnen auseinander, da kann's leicht runter sein. Aber. Geh zu, such du erst. Wir müssen doch wenigstens so tun, als ob. Ja, alle Aschentonnen müsst's wegrücken. Und was da für ein Dreck dahinter ist. Da, habt ihr einen Besen? Den Dreck könnt's gleich zusammenkehren. Vielleicht ist euer Prinzregent drunter. Da tut's ihr gleichzeitig auch kurz weg. Ist euer Prinzregent nicht bei den Tonnen? Nein, da ist er nicht. Ja, wisst ihr, wo es noch sein kann? Da unter meine Bretter, die da draußen lagern. Nein, da ist er nicht. Ja, aber das könnt ihr so doch gar nicht sehen. Da müsst ihr schon jedes Brettel runter tun. Dabei könnt ihr mir eigentlich gern einen Gefallen tun. Ich brauch die Bretter in der Werkstatt. Wenn ihr eh schon alle runterheben müsst, dann könnt ihr es gleich auch in meine Werkstatt reintragen. Ist doch auch nicht viel mehr Arbeit. Aber ich weiß nicht. Fritz, du darfst deinen Freund auf gar keinen Fall verdächtigen, bevor du nicht sicher weißt, dass du überall gesucht hast. Vielleicht könnt's unter die Bretter liegen. Also komm, Hubert, pack an. Eine Stunde lang hat der Meister Eder für die Buben immer wieder eine neue Möglichkeit gefunden, nach der Marke zu suchen. Dabei sind endlich einmal alle Ecken des Hofs gründlich gekehrt, Steinbrocken auf die Seite getragen worden. Es war eine reine Wonne. Als der Hof so aufgeräumt war wie noch nie, hat der Meister Eder gesagt: Ja, ist das schon, dass ihr den Fritz seine Marken nicht gefunden habt. So viel Arbeit habt ihr euch jetzt gemacht, wo bloß die Marken hingekommen ist. Jetzt könnt ihr nur noch daheim weitersuchen. Da muss ja dann sein. Bestimmt, Herr Eder. Komm, Hubert. Halt, weil ihr euch so blockt habt, bin ich dafür, dass jeder von euch einen Prinzregentenzehner hat. Da, Hubert, da kriegst du meine und hilf jetzt auch dem Fritz daheim die seine suchen. Ui, dankeschön, Herr Eder. Und jetzt haut's ab. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Der Hubert hat die Marke in sein Notizbüchel getan und die beiden Buben sind schleunigst abgezogen. Das war auch höchste Zeit, sonst wäre dem Meister Eder doch noch das Lachen ausgekommen. Kaum aber waren die Buben außer Hörweite des Schreinermeisters, da fing der Fritz an. Das weißt schon, Hubert. Die Marken, die gehört mir. Gib's her. Ich wär blöd sein, weil du die Marken gestohlen hast, gehört's dir gerade überhaupt nicht. Aber ich hab's geschenkt gekriegt. Das merkst du, das ist ein Unterschied. Gib's her, sag ich dir, sonst was. Sonst nehm ich's mir. Da, hab's schon. Hey, mein Marken! Hol's da wieder, wenn's kann. Warte, ich will gleich wieder haben. Der Hubert hat den Fritz auch erwischt. Und dann haben sie gerauft, dass die Fetzen nur so geflogen sind. Dabei bemerkten sie allerdings nicht, dass die Briefmarke auf recht sonderbare Weise aus dem Notizbuch heraus und davon flog. Nein, davon hüpfte. Der Pumuckl hatte sie nämlich erwischt und schleunigst zum Meister Eder in die Werkstatt getragen. Und jetzt kannst du die Buben hier in der Werkstatt suchen lassen. Da müsste ja schon längst mal gründlich geputzt werden und zusammengekehrt und Bretter hin und her getragen werden. Nein, das geht nicht. Warum? Weil die Marken ja normalerweise nicht in meine Werkstatt reingeflogen sind. Aber was anders geht, gib mir mal über. Au, au! Gib her, mein Marken! Lass meine Haare los! Na, gib's her, ihr reißt das alles. Hallo, Fritz, Hubert! Jetzt gib's her! Wollt's nicht auf der Stelle aufhören? So ein Geschrei da im Hof. Kommt sofort her, da sag ich. Was ist denn los? Der Fritz hat mir die Marken wieder genommen, die sie mir geschenkt haben. Oha, das ist ja allerhand. Fritz, du gibst auf der Stelle dem Hubert die Marken wieder. Ich geb's ihm ja wieder. Ich wollt's bloß anschauen. Gib das Notizbuch her. Da muss ich schon selber nachschauen. Ja, wo ist denn jetzt mein Brillen? Schnell, Pumuckl, gib die Briefmarken her. Da, nicht damit, in das Bild. Ist schon drin. Ist schon drin. Ist drin? Freilich. Da, Hubert, da hast du die Marken wieder. Dankeschön, Herr Eder. Und jetzt machen wir dem Streit ein für alle Mal ein Ende. Jeder soll eine grüne Prinzregentenmarke haben. Der Fritz kriegt die, die in meinem Album drin ist. Herr Eder, nein, dankeschön, Ich will sie nicht berauben. Na komm, nur Fritz, wir holen's aus dem Album miteinander raus. Nein, danke. Ich such lieber die Marke, die mir davongeflogen ist. Geh, Fritz, zieh die nicht. Komm nur. Nein, das braucht's wirklich nicht. Und außerdem könnte es ja sein, dass die Marke nicht mehr drin ist. Der Wind. Fritz, findest du nicht, dass der Wind heute ein bisschen viel bläst? Was ist? Herr Eder, Sie haben's gemerkt, dass ich...
Allerdings, Fritz. Bitte schön, Herr Eder, ich will's nie mehr tun. Was denn? Am Marken wegnehmen. Gut. Wenn dir das ein Lehr ist, dann soll mir das dem Prinzregenten 10er wert sein. Unter einer Bedingung, dass du dich beim Hubert auch entschuldigst. Ja, und Sie? Sind Sie mir nicht mehr böse? Na, und jetzt hau ab, bevor ich dich weg bloß wie der Wind die Briefmarken. Juhu! Oh, oh. Zuerst war sein Kopf so rot wie deine Geranien und dann so weiß wie Papier ohne Buchstaben. Ja, aber gesund war's, das darfst du mir glauben. Das werden Sie merken. Ja, ja. Bloß ich bin dafür, dass Sie sich das nicht bloß bis morgen merken, sondern länger merken. Eder ist strenger, merkt es euch länger. Deine Gedichte sollte man sich direkt als Spruch an die Wand hängen. Ja, ja, an die Wand. Ui, ui, an die Wand, da fällt mir etwas ein. Ich muss weinen. Ja, warum denn? Weil ich eine Marke an die Wand über mein Bett als Bild hängen wollte. Ja. Und jetzt haben wir keinen Prinzregenten mehr. Geht zu, da dafür haben wir ein paar von einem König. Ein König ist ja viel mehr als ein Prinzregent. Aber wenn mir aber der Prinzregent so gut gefallen hat. Geht zu, das glaubst du selber nicht. Doch, doch. Der hat ja auf der Marken einen Hut auf und einen Bart. Wie ein Gartenzwerg. Wie ein Gartenzwerg. Und Gartenzwerge kannst du doch gar nicht leiden. Wie ein Gartenzwerg? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also komm, dann suchen wir einen Briefmarkenkönig. Ja. Oder suchen wir ganz viele Briefmarkenkönige. Ja, warum denn so viel? Wir können doch nicht die ganze Wand vollpappen. Nein, nein. Einer kommt an die Wand und die anderen Könige, weißt du, die brauche ich, um reinzublasen. Also so. Und da kenne ich ein Lied, das heißt so: Fliege Marken, fliege König, fliegst mal viel und fliegst mal wenig. Marken sammeln ist ja fein, ich aber puste lieber rein.